Eulen. Ja, das sind Eulen. Klingen die nicht schön? Die klingen so schön. Bist du auch eine Eule? Mega cool. Ich bin auch eine Eule, ja. Nein, ich bin keine Maus mehr. Ich bin jetzt eine Eule. Okay. Wie kannst du mir Fliegen beibringen? Ah, okay. 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 Mhm. Okay, so geht das. Okay. Komm heute Abend wieder, dann kann ich fliegen. Alles klar. Dann gehe ich in der Zwischenzeit frühstücken. Mach's gut. Nein, ich komme mit. Ich will auch was zu essen. Hast du all dein Essen schon wieder? Ich habe das Gefühl, du klaust immer die ganzen Kekse, die uns gegeben werden, und dann hast du nichts mehr. Nein! Easy. Niemals! Nee. Sowas würde ich nie tun! Ist klar. Oh, warte mal, da sitzt jemand. Oh nein, nein, was mache ich nur? Ha, wer ist das? Das ist die Mutter, oder? Stimmt! Was ist los? Wenn das so weitergeht, können wir uns kein Futter mehr für die Schweine leisten. Oh nein, ich habe zu viel Futter aufgegessen, oder? Ja. Entschuldigung, was ist denn los? Guten Morgen, ihr zwei. Wollt ihr ein paar Kekse? Natürlich wollen wir ein paar Kekse. Gerne doch. Meine. Meine. Ich habe gar keine. Doch, jetzt habe ich welche. Du hast auch welche, oder? 3 Stück. Aber was ist denn los? Was ist denn passiert? Ich gucke nur gerade durch unsere Finanzen. Ah, Finanzen. Da kennst du dich gut aus, Easy mit, ha? Ja, ja, Finanzen kenne ich mich mit aus. Tust du das? Seitdem Oma die macht, sieht es leider nicht mehr so gut bei uns aus. Das kann ich mir schwer vorstellen. Zeigen Sie mal her. Seitdem die Oma das macht? Echt? Könnt ihr euch was einfallen lassen? Ihr seid doch jung und habt bestimmt einen Haufen tolle Ideen. Gerne doch. Wir helfen, wo wir können. Ich guck mir das mal an. Was haben wir denn hier? Reiterhof, Finanzen, Ausgaben, Tierfutter, was? Und könnt ihr gleich noch die Pferde füttern? Machen wir, kein Problem. Yeah! Tierfutter, Strom, Dünger... Limo für Oma, neues Laufband für Oma und Kleidung für Oma. Easy, die Sachen kosten richtig viel. Guck dir das mal an. Hä, was denn? Guck mal. Die hat eine Limo bestellt? Warte mal, eine Oma drin fährt? Sonst eigentlich nicht viel, aber die Oma hat... Oh mein Gott! Die Oma gibt das Geld aus wie keine zweite. Ich meine, wir überlegen uns was, oder? Wir kriegen das hin, aber erstmal, was hat sie gesagt? Sollen wir die Pferde füttern? Sollen die Pferde füttern, ja. Wollen wir das machen? Okay. Gut. Wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum. Alles wir machen klar. Das keine schon. Sorge. Wir verkaufen einfach den Strauß hier. Das ist, glaube ich, kein Strauß, oder? Doch, klar. Ist das ein Strauß? Ach nee, das ist ein V. Ja, Straußen sind doch die großen. Das, ist ein V. Weißt du, wie der Buchstabe? V. Ein V. Eindeutig. Kannst du nicht lesen, oder was? Nee, aber ich habe vorhin auch schon gesagt, oh, guck mal, der schöne Pelikan, dann war es ein Flamingo, also ist schon okay. So. Die gute Nachricht ist, hast du der voll? Futter ist nicht mehr leer. Ja. Sehr schön. So, was machen wir jetzt mit den Finanzen? Hast du eine gute Idee? Ich meine, wie fällt... Moment, ich guck mal nach. Die haben bestimmt auch irgendwie, wie sie Einnahmen machen. Weizenverkauf, Reitstunden und Wochenmarkt. Das ist bis jetzt alles, was sie haben. Und das ist nicht sonderlich viel. Die verdienen am meisten Geld mit Reitstunden scheinbar. Okay. Können wir Reitstunden geben? Ich meine, nee. Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, lass mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwas verkaufen. Dieses Schwein zum Beispiel. Oder den Frosch. Den Frosch? Ja. Hast du schon mal einen Frosch gegessen? Die sind wirklich nicht schlecht. Okay. Nee, ich habe nicht unbedingt viele Frosche gegessen in meinem Leben. Hier sind Hasen. Oh. Davon haben wir hier eh viel zu viele. Guck dir das mal an. Hasen ohne Ende. Da ist einer, ja. Da ist einer. Die gucken auch alle in die gleiche Richtung. Die sagen, guck mal. Oh, Blumenernte. Hier. Blumenernte. Oh, wir können Blumen verkaufen. Easy. Blumen pflücken, das kann ich. Ich bin eine Blume. Wir können das nicht bitte verkauf mich nicht. Kein Problem, ich pflück kurz welche. Ja, lass einfach ein paar Blumen ernten am besten, genau. Ich denke, das ist kein Problem. Ja, ich meine, wer gibt denn nicht gerne viel Geld für Blumen aus? Weißt du, was so Blumenladen an Umsatz machen bestimmt? Blumenläden? Keine Ahnung, so 1 Euro am Tag? Na, bestimmt mehr. Hä? 2 Euro. Warum kriegt man da Zwiebeln aus den Blumen? Ja, ich habe auch eine Zwiebel gekriegt. Meinst du, die schmecken? Was ist das? Ich meine, das sind Blumenzwiebeln, oder? Ah, wahrscheinlich. Ja, richtig merkwürdig. Schon okay, wieder. Probier doch mal. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Okay. Oh, die sind aber hübsch hier. Sind das Blumen? Weiß ich nicht.
Ich nehme mal. Ich glaube, das sind. Isi, ich glaube, das sind Flügel. Das sind was? Das sind Flügel. Guck mal, nimm mal die anderen. Guck mal. Das sind Schmetterlingsflügel oder so. Hä? Meine sind viel schöner als deine. Guck mal, meine sind ein prächtiges Blau. Deine sind nur. Ich wollte die blauen! Ich sag. Hä, voll cool. Wir haben Schmetterlingsflügel. Die können wir allen Leuten zeigen, oder wir können sie verkaufen. Wir können sie verkaufen. Entschuldigung? Junger Flamingo. Hätten Sie gerne Flügel? Hat er nicht schon welche? Ja, aber das weiß er doch nicht. Hat er Augen hinten am Kopf? Ich denke nicht. Der sieht das gar nicht. Schauen Sie mal, junger Mann. Ich habe hier prächtige blaue Flügel auf meinem Rücken. Der steht auf einem Bein. Das könnten Ihre sein. Ja, vielleicht will der nicht unsere Flügel kaufen. Isi, zeig doch mal, wie du fliegen kannst. Okay, pass auf. Passt okay, du auf? Okay, ich pass auf. 3, 2, 1, Boom! Bist du sicher, dass du nicht einfach ins Wasser gesprungen bist gerade? Ja, ich bin geflogen. Hast du das nicht gesehen? Du hast nicht aufgepasst. Ich habe genau aufgepasst. Warte, ich probiere es auch mal. Ich mein, okay. Wie schwer kann es sein, ja? Kann man... Vermutlich sehr schwer. Nee, ich komme hier nicht hoch. Das ist mein erster... Ich glaube an dich, Ronja! Okay. Und... Nee, ich bin nur runtergerutscht. Nee, irgendwie nicht. Nee. Irgendwie nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Seit wann ist die ganze Zeit irgendwelche Flügel. Hä? Das habe ich auch noch nie gesehen. Egal, mach ich wieder zu, dann bricht hier keiner ein. Vielleicht, weißt du, vielleicht brauchen wir mehr freien Platz, um wirklich fliegen zu können. Stimmt! Wir waren jetzt eingeschränkt durch die Farm. Das musst du dir immer sagen. Hier am Wasser! Hier, genau. Weil wenn wir jetzt fallen, ist es auch nicht schlimm. Weil dann fallen wir ins Wasser und tun uns nicht weh. Okay, wir versuchen. Okay. Ich hole Anlauf von hier hinten. Und fliegst du? Das war nichts. Okay, ich versuch's auch mal. Und nee. Was ist denn das hier? Hä? Hier hat jemand ganz viele U's auf den Boden geschrieben oder sind das W's? Das könnte beides sein. Nee, warte, das sind diese Hufabdrücke, oder? Die haben wir schon mal gefunden. Stimmt, die haben wir echt schon mal gesehen. Und da waren Federn mit bei oder sowas, stimmt. Ne? Stimmt. Okay. Okay, ganz ehrlich, Easy. Hast du die Federn letztes Mal dahin gelegt? Nein. Sicher. Nein. Weil hier liegen jetzt keine, weißt du, ich traue dem Ganzen nicht. Wahrscheinlich irgendein Tier, vielleicht ein Bär oder sowas. Hm, wahrscheinlich. Warte mal. Oh, hier ist er! Ich habe ihn gefunden! Das ist kein Bär! Doch, eindeutig. Oh, guck mal, da hinten ist eine Krabbe. Hast du die gesehen? Wirklich? Guck mal hier. Oh mein Gott. Die voll eklig. Hä? Du bist voll eklig. Guck ihn dir mal an. Die ist cool. Die ist schön hier. Hier ist eine Ente. Und die hat ein Möwenei gelegt. Oh, guck mal, vielleicht kann die uns Fliegen beibringen. Entschuldigen Sie, Mr. Stimmt. Ente. Stimmt. Die kann so gut fliegen. Die fliegt einfach weg, Easy. Warte, ich versuch's mal. Ah! Was? Was? Oh Gott, Ronja. Nein. Bibi? Ah. Oh? Aber du bist geflogen. Wie bist du geflogen? Ja, ich bin irgendwie geflogen. Das keine Ahnung wie. Wahrscheinlich habe ich es gelernt von der Ente. Wahrscheinlich. Willst du es auch mal versuchen? Ich probier's mal. Was hast du nur gemacht? Okay. Ich hole jetzt Anlauf und dann versuche ich es auch, Easy. Glaubst du, die Ente kannst uns beiden beibringen? Vielleicht. Okay. Dann und 3, 2 und... Oh! Was? Oh, ich... Oh mein Gott! Das ist ganz schön wackelig hier oben. Ich kann zu dir. Ah! Oh, yeah, ich kann mich nicht fliege. Ich fliege nicht gut. Oh, oh. Wo fliegst du hin? Fliege ich hin? Weißt du nicht? Hier oben ist eine Wolke. Fliegen wir zur Wolke. Ja, stimmt. Das ist ein Haus. Easy, ich flieg nicht gut. Easy, ich taumel. Nein! Ich stehe, warum der Junge abstürzt. Nein, ich bin drunter! Hilfe! Was? Oh, Easy, nicht abstürzen. Okay, ich versuch zur Wolke zu kommen. Oh, hier ist wirklich... Ah, Haus. Okay. Bist du da? Ja. Okay. War eine solide Landung von mir übrigens. Hi. Guck mal. Ja, cool. Was machen wir hier? Hier ist ein Haus. Lass mal gucken, wer da... Weil wir fliegen können. Wir sind können wir da reinschauen? Ja. Da sitzt jemand drin. Hier ist doch einfach eine Tür. Lass uns doch anklopfen. Okay. Ey. Oh, Entschuldigung. Ich wollte anklopfen. Du bist reingelaufen. Hallo. Ich mach jetzt einfach auf, oder? Ja, lass reingehen. Oh, guck mal, da ist jemand. Schönen guten Tag. Hier drüben in der Höhle ist ein kleines Pegasus, das deine Mama verloren hat. Was? Ist da eine Höhle? Easy? Warte, ist da in der Höhle ein Pegasus? Siehst du eins? Hier ist eins. Wirklich?
Ja, wirklich. Oh, guck mal. Das ist noch ganz klein. Hallo, kleines Baby. Stimmt, das ist ein Baby. Warum kommt das nicht raus? Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht hat es noch nicht genug Milch getrunken. Meinst du? Ist das vielleicht. Ah, guck mal. Es leuchtet. Vielleicht braucht es wirklich mehr Milch. Ja. Aber ich meine, es sieht schon halbwegs groß aus und es hat auch schon schöne Flügel, oder? Ja, meinst du, das muss fliegen lernen? Meinst du, vielleicht traut sich das einfach nicht zu fliegen. Oh, das kann sein. Meinst du, wir müssen ihm Fliegen beibringen? Ich meine, wir kennen uns jetzt sehr gut aus. Ja, stimmt. Wir sind ja schon zweimal geflogen. Und zwar auf die Nase. Komm, wir helfen ihm Fliegen zu lernen. Okay. Komm, kleines Pegasus, fliegen. Ich glaube, es warte, ist ich zeig's dir mal, okay? Okay? Pegasus hier, guck zu und... Zack. Oh. War das elegant? Das war sehr elegant. Yeah. Noch nie habe ich was Eleganteres gesehen. Dankeschön. Und jetzt du, Pegasus. Oh, ich glaube, es wollte. Warte, ich zeig nochmal. Und? Guck hier, einfach so und fliegen. Oh, ich glaube, im Fliegen bin ich nicht so gut. Aber das Pegasus benutzt wird schon besser sein. Benutze deine kleinen Flügelchen. Oh, will ich glaube, es will. Doch, es will, oder? Doch, es will? Komm, wir boxen es einfach runter. Hey, easy, ich weiß nicht, ob es so gut ist. Oh, guck, es fliegt. Es fliegt, oh nein, Ronja. Es fliegt runter. Es ist ins Wasser geflogen. Oh nein. Warte, wir fliegen schnell runter, oder? Warte, wir müssen ihm helfen. Oh nein, es ist da unten im Wasser. Komm, kleines Baby, wir retten dich. Ja, los, an Land mit dir. Oh. Meinst du, es kann jetzt fliegen? Meinst du, wir haben es erfolgreich... Es kann runterfliegen, das haben wir ihm schon mal beigebracht, ja. Gut gemacht, kleines Pegasus, gut geflogen. Netter Versuch. Willst du eine Zwiebel? Ich glaube, es will eine Zwiebel. Was will er denn mit einer Zwiebel? Weiß ich nicht. Willst du einen Keks? Nee, guck mal, was? Du magst nicht. Keine Kekse? Ich mag nur Zwiebeln. Du bist ein Ding. Ronja, du kannst es haben, ich will es nicht. Hey. Ja, okay, dann nehme ich es halt, ist kein Problem. Das ist jetzt meins. Das heißt Bert. Dann kannst du ihm Fliegen beibringen. Gerd? Bert. Hast Bert. Du bessere Tiernamen oder wie? Fred mochtest du auch nicht. Hast du ein Problem mit meiner Namensgebung, Izzy, ha? Huh? Sag's ja, ganz ehrlich. Ja, hab ich, Ronja. Das sind keine schönen Namen. Wie würdest du es denn nennen? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht... Izzy? Vielleicht Izzy. Das ist doch ein schöner Name, oder? Total. Izzy 2.0. Izzy 2.0? Komm mit zur Farm. Wir führen dir... Wir führen dich nach Hause, wollte ich sagen. Ich kann nicht nach Hause. Nach Hause. In dein neues in Zuhause. Dein neues Zuhause. Bert. Easy 2.0 oder wie auch immer du erteilst. Guck mal, es kommt mit. Ich glaube, es mag mich, weil ich ihm eine Zwiebel gegeben habe. Ich mag es nicht wegen dem Keks. Komm, Pegasus, hier noch eine Zwiebel. Jetzt schleim dich nicht ein bei ihm. Wo wollen wir es hinbringen? Wo soll es leben? Wollen wir es zum Einhorn bringen? Die verstehen stimmt, sich warte. Bestimmt gut. Hier vorne irgendwo. Das ist bei der Pferdefarm. Ich glaube, wir gehen so rum am besten. Ha? Okay, ja. Du wirst schon wissen, wo es lang geht. Da sind wir. Hallöchen. Yes. Nein, das Schwein ist rausgelaufen. Oh nein. Schweinchen, guck mal, es frisst das ganze Gras. Nein, Schwein, wieso? Komm gar nicht hier hoch. Immer diese Umwege. Verwirrend. Warte, komm rein, Pegasus, hier lang. Oh, Schätze. Ja. Guck mal, das will sich mit dem Einhorn anfreunden. Oh ja. Oh, wie schön. Wie niedlich. Ich glaube, die beiden mögen sich. Cool. Okay, so, das war's dann mit dieser Folge vom Reiterhof. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat und was ihr sonst noch so denkt, ne? Izzys neuer Kanal ist in der Infobox, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Da kommen neue Folgen von diesem Minecraft-Format jeden Mittwoch bei dir. Oder? Und Samstag oder so. Nee, Mittwoch, ja, genau. Ja, genau. Minecraft kommt Mittwoch, oder? Ja, richtig. Wusste ich. Mittwoch. Bei mir kommt Sonntag im Normalfall. Außer ich habe keinen Thumbnail, dann kommt es Montag. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.